So, moin moin und willkommen zurück. Wir spielen weiter Uncharted 4. Zusammen mit unserem verlorenen, geglaubten Bruder sind wir jetzt hier und müssen etwas besorgen. Und zwar hier hinten bei dem, in diesem Palast. Lass mal gucken, was wir da finden. Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin. Mit dir. Das sieht aber auch geil aus, ne? Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja. Achso. So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. So. Guck mal, wir müssen wahrscheinlich von der Seite hier irgendwie rein. Ich muss mal das Mikrofonarm mal so ein bisschen anders hinsetzen. Der macht mich ganz kirre. So. Also. Sieht schon gut aus. Dafür, dass es ein PlayStation 4-Spiel war eigentlich, ne? Ist es schon flott. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Naja. Unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob Klar. ich da mit dem Seil rankomme. Pass auf. Ich pass auf. Ich, daneben. Also auf das. Ja, gesehen? Nicht schlecht. Für den zweiten Anlauf. Ja, das war ja nicht meine Schuld. Das war jetzt absichtlich so auf gemacht. Auf geht's. Wo sind wir denn hin, ist die Frage. Darüber, ne? Okay. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Geh mal nicht hoch. Okay. Okay, wohin jetzt? Nach unten, würde ich sagen. Oh, nein! Scheiße, Nathan! Nathan! Oh, wie dumm. Ich habe einfach den B-Knopf zu oft gedrückt. Egal, so. Nochmal. Und nochmal darüber. Jump! Wow. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du! Und darüber, ne? Oder auch nicht. Hey! Wir können uns von dem Balken da schieben. Bestimmt. Er muss mir das Seil geben, weil er hat es ja gerade benutzt, ne? Komm her, du Affe. Halt mich hier so lange fest und mach ein paar Übungen. Klimmzüge. Eins. Zwei. Tauschen wir die Plätze? Ja. Okay, kletter über mich. Ich hab guten Halt. Okay. Ach, so. Auch nicht schlecht, ne? Ich hab guten Halt, sagt er. Okay, auf geht's. Mal, wie lässig. Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Ach so, okay. Alter. Ist aber auch ganz schön hardcore, ne? Wie der hier auf die Gegend klettert. Okay. Kann er rüberlaufen? Muss ich hochklettern. Springen Sie mit den Seilen der Wand entlang und springen Sie. Ah, okay. Oh Gott. Alter, was war das denn? Ich dachte, ich müsste da so. Tauschen wir die Plätze? Okay, ja, mach nochmal. Ich hab guten Halt. Das war jetzt gerade dumm. Ah, das war genau das, was er gesagt hat, oder nicht? Okay. Gut. Müssen wir anders machen, irgendwie. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, okay, na los, Nathan. Da kannst du runterklettern und hier rüberkommen. Ja, ja. Hinter Ganz dir. Easy, ne, du Affe. Ah, Mist, ey. Okay. Ah, guck mal so. Na, guck mal, wie das Seil da ganz locker wieder reingesippt hat. In die andere Richtung schwingen. Nein, Entschuldigung. Ja, muss man nach vorne.
Schwachsinn eigentlich. Warte. Oh, Russen. Spira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lista. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra, traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Muss ich mich entschuldigen bei den Russen? Das waren Italiener. Warum muss man sich heutzutage noch entschuldigen? Ich weiß es nicht. Okay, hier gibt es auf jeden Fall schöne Zitronenbäume. So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen. Gucken wir mal ein bisschen rum. Ja, ich geh ein bisschen runter. Hier unten ist es. Kommt mit mir, Brüderchen. Müsst ihr halten. Nein! Nein! Alter, ich dachte, ich könnte jetzt runter rüberspringen. Okay, okay. Seilen sich mit. Achso, ich soll mich abseilen erstmal. Okay, dann seile ich mich erstmal ab. Ah, okay, jetzt macht's Sinn. Oh, nochmal. Okay. Okay, komm runter. Das war wohl so gedacht. Wie bemerkenswert ist ganz geil ist, ne? Also ich liebe ja 60 Frames. 120 natürlich bei Shootern noch mehr. Aber den Unterschied habe ich jetzt nicht. Als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und okay. Deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Klar habe ich Fotos. Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Ne? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kannst kaum erwarten. Okay, jetzt die Frage, wo wir längs müssen. Sehen wir, wo wir das Seil ranwerfen können? Hier ist nichts zum Hochklettern. Mal kurz, ich hab eine Idee. Hier auch nicht. Ich dachte, man könnte jetzt irgendwas rüberwerfen oder so. Ah, guck mal hier. Da. Action! Okay. Easy. Also das mache ich morgens auch selber ein bisschen zum Training. Gar kein Ding, ne? Wir kennen das. So. Und da hoch? Ah, das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Oh, Mist! Okay. Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Huch, Entschuldigung. So, und so. Ich hab schon. Müssen wir hier hoch? Das weißt du auch nicht, ne? Also es sieht auf jeden Fall sehr tief nach da unten aus. Ob wir da runter sollen, weiß ich nicht. Aber kann man hier noch irgendwo so sein Ding dran schwingen? Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Ach, guck mal. Stimmt wohl. Mach du was. Ach, okay. Aber ich treffe. Ja, schon freakige Leute, die beiden. Muss man sagen. Haben es auch drauf. So. Muss man schon sagen. Also, falls euch das Ganze gefällt, dürft ihr mich auch gerne mal abonnieren oder liken, wie ihr Lust habt. Ich würde mich freuen. So, wo geht's? Dum-dum-dum. So. Danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja.
Okay. Wow, ja, sieht bei dir flott aus, die beiden. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Okay, wir sind drin. Da sitzt doch jemand. Sully? Ach, Sully. Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt's, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lang. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Jetzt kommt's. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Kreuz. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusati, Signore. Mm. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Ziemlich cool. Los geht's. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke. Das liegt bestimmt am veganen Leben. Excuse me, ehrlich? Du glaubst aber auch alles, Himmel, nein. Nein, das kann ich nicht. Oh, ich bin ein bisschen am Ruckeln hier. Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Kuhs. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn es schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. So. Wow, das ist ein Prunkpalast hier. Guckt euch das mal an. Marmor. Wo ist hier denn? Ich dachte, mein Französisch oder zumindest mein französischer Akzent wäre ganz gut. Die ist noch so. Die Aktion beginnt pünktlich um 19 Uhr. Alle Gebote sind bindend. Eine Zahlung muss ein bisschen auf den Preis dabei. Terrakotta-Soldaten, Terrakotta-Bogenschützen. Scheradade. Hölzern des Kruzifix mit Gold und Silber, da ist es doch. Okay. Drehen ist ja noch rückwärts, ne? Na, lass mal weg. Gut, dass wir nochmal gelesen haben. Kann sich nur lohnen, das gelesen zu haben. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Oh, ein Weinkeller. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielen sie dummen europäischen Techno. Entschuldigung. Also, zuckige Bewegung, obwohl da kaum Menschen waren. Aber es sind schon viele Menschen da. Da fängt ja schon an zu brodeln. Da werden wir. Okay, dann mal los. Ist natürlich abgeschlossen. So einfach, wenn es auf wäre, oder? Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf?
Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Dann wollen wir testen, ob wir das einfach klauen können. Okay. Oh, echt super. Ich hab's noch gar nicht versucht. Ja, das sehe ich. Wie gut bin ich denn bitte der? Ich könnte Profi werden. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Danke. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Sally ist echt ein alter Mann geworden. Hände. Oh. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfelchen. Nicht weglaufen. Krass, für Oberarme hat die Tante, oder? Nate. Alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Man weiß ja ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sally. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Mann, hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Okay. Siehst du einen Kellner da drin? Nein, nur schwer bewaffnete Schläger. Okay. Wie war der? Was zum Henker ist das? Das Tor war nicht auf den Baumplänen. Abgeschlossen. Klar. Natürlich. Okay. Plan B. Ich rückel auch nochmal dran, indem es wirklich abgeschlossen ist. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Ich kann mal MacGyver-mäßig hier irgendwas bauen. Mal gucken. Ah. Sind Lüftungsschächte. Nate, schau dir das mal. Was ist das denn hier? Na bitte.
Das werde Licht. Wow. Oder auch nicht. Du hast kein Liter. Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, mit Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Ah, guck mal hier. Können die aufmachen? Nee. Hier ist noch so ein Fass. Das ist der Zugang hinter den Fässern. Na, gucken wir da hinkommen. Komm mit. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, okay, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Nichts wird. Da war ich. Schauen wir mal rein. Oder auch nicht. Ich glaube eher rausschieben, damit wir dahinter durchkommen. Gut gemacht. So, jetzt kommen wir wieder mit hier, du Affe. Ich sag immer Affe zu meinem Bruder, das ist doch nicht nett. Was soll's? Hey, müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Der kann sich aus allem herausreden. Na, geht doch. Okay, dann machen wir jetzt wieder hier zurück, da durch, oder was? Ah, hier. Hier entlang. Alter, das ist wie ein Labyrinth hier und guck mal, wie viele Fässer der hat, der Affe. Ja, der Typ, das geht doch gar nicht. Hey, sieh mal die Lüftung, da geht's raus. Ja, hast recht. Yep, finden wir was zum Draufklettern. Komm her. Okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Ich halte das Feuerzeug. Okay, dann mal rauf. Okay, hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Cosa portiamo a quel odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino e quella roba sul naso. Portali a sciacquature dei viali. Li überfallen? Tanto non capirebbe la differenza. Questa gente meriterebbe un calcio al culo. Questa gente. Mir? Ah, okay. Okay. Und hepp. Psst. Selber psst. Ja, soll ich jetzt da hängen bleiben? Auch nicht nett. So, rein da. Oh, die gucken, die sind alles nicht Schläger, ne? Wahrscheinlich Fußball spielen. Italiener und Fußball, ne? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Frischluft, wir kommen. Endlich. Ja, lauf mal hinterher. Mein Bruder ist schneller als hier, das ist nicht so gut. Hey, guck mal da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Na, holen wir uns mal einen Panzerwagen hier. Da, komm mal her. Kannst du mal helfen mit der Leiter. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Okay. Gut, dass du in Form bist. In Form und in Form, ne? Hier, bitte. Wir haben jemanden gesehen, der so dumm die Leiter hochgegangen ist. Sully, kommen aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier ist bestimmt kein Empfang. Alter, ist das tief. Geht's ihm gut?
Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Sam, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Na klar, diesmal bist du dran. Okay. Hoch da. Hast du's? Vorsicht, Vorsicht. Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Hä? Jetzt hätte ich doch durch die Küche einfach, hätte ich auch einfach in die Küche reingehen können, oder? Maschinenraum. Na ja, gut. So. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Da ist der Funk. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, jetzt wollen wir mal auf. Sam, bist du da? Okay, da komme ich einfach so rüber. Sully? Da drüben, okay, ich sehe es. Toll. Kann ich da rüberspringen? Na, guck mal. Auch da. Und dann geht's hier weiter, oder? Oh. Nein, nein, oh, Entschuldigung, andere Richtung. Und schön schwingen. Schwingen. Schwingen! Wow! Halt dich fest! Ah, oh Mist! Unglaublich, dass ihr damit durchgekommen seid. Oh, sind wir nicht. Nein, wir hatten einen Monat lang keinen Landgang. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hatten wir genug Möhren an Bord. Kennst du hier jemanden? Nein, dachte ich, aber nein. Hey, wann lerne ich endlich deinen Partner kennen? Drake? Ja, er ist mein Ex-Partner. Mhm. Nein, ich bin schon eine ganze Weile solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Hm. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, er hat geheiratet. Hm. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan. Verdammt, wie geht's dir? Rafe. Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Naja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest dir wahrscheinlich sämtliche Auktionsstücke heute Abend leisten. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn bieten würde. Aber, nur so unter uns. Ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite haben sollte. Tja, ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für einen Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Ja, verstehe. Na, das nenne ich mal ein Power-Do. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Mein Gott. Ein Holzkruzifix aus dem Grabnachlass. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, Sully. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Rafe? Nadine, ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele Bloody Marys. Lass den Scheiß, alter Mann! Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Aber wenn du vorhast, auf Averys Kreuz zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheiß Leichensack.
Na, du verstehst mich schon. War schön, euch wiederzusehen. Nate? Nate? Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Das wird immer spannender. Runtergeplumpst. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit runtergeplumpst. Ah, guck das an. Aber das Hemd ist nicht mehr sauber, nur so nebenbei. Okay. Maschinenraum. Ich schaff das. Hui! Okay, hier geht's hoch. Mann, warum nehme ich den Maschinenraum? Oh, das Ding, das bricht doch gleich ab da. Sehen Sie, wie locker das aussieht? Okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Kann ich da rüber? Halt ich da fest, genau. Soll doch gehen, oder? Ja, guck mal. Nach oben? Nee. Kann ich da rüber springen? Auch nicht. Hä? Wo soll ich denn hin? Ist verkehrt hier? Nee, das ist doch richtig. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber wo sollen wir hin? Oder auf die andere? Nee, auf die andere Seite soll ich. Okay. Also, warte mal. Ja, genau. Gehen wir da rüber. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Wie sich das Rohr auch biegt, ne? Ich meine, das biegt sich einfach mal so in der Mitte so zwischendurch. Ja, so ein bisschen durch. Ah, guck mal hier. Ah, cool. Okay, kann man echt viele Wege gehen, wie man sieht. Ja. Okay. Vielleicht kann mich auch jemand sehen. Ne? Ah, guck mal, jetzt bin ich drin. Ist die Frage, was ich hier drin machen kann. Irgendwie den Strom ausschalten. Da geht's wieder raus. Okay, hier geht's nicht längs. Durchquetschen, achso, okay. Oh, da ist ein Typ. Ah, der Kopfhörer auf. Bitte. Opfer, sag ich da nur. Speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Cosa? Pronto. Also. Hier läuft die Kabel längs auf, wo muss ich denn? Ah, da kann ich auch durch, okay. Schön vorsichtig. Wollen ja auch nicht durchkrachen und unten auf einmal liegen. Das wäre natürlich fatal. Aber hier kann ich wieder stehen, okay. Da geht es zwar irgendwie am Fenster. Ich glaube, wir müssen hier längs. Die Frage kann ich mir verfallen lassen. Ja. So, jetzt ist die Frage, wie wir da reinkommen. Findet. Na bitte, wo zum Henker sind diese Schutzschalter? Ah, großartig. Wie immer. Sam, Sully, seid ihr da? Gottverdammt, Junge, wo zum Henker warst du? Bin am Ziel. War ein paar Mal echt brenzlig, aber... Na, wenn du den Strom abschalten willst, ist jetzt die Zeit. Okay, dauert aber noch einen Moment, bis ich an den Kasten rankomme. Uns bleibt kein Moment. Rafe spaziert hier gleich mit unserem Kreuz raus. Warte, was? Rafe? Rafe ist hier? Ja, Rafe ist hier. Und im Moment ist er der Höchstbietende. Dann überbiete ihn. Womit? So viel Geld habe ich nicht. Sully, wir stehlen es, weißt du noch? Und wenn er den Bluff durchschaut? Wird er nicht. Wir sind bei 90.000. Höre ich ein weiteres Geräusch? Leute, wenn wir das Kreuz nicht kriegen, bin ich so gut wie tot. Ja. Und wenn ich den Zuschlag kriege, sind wir alle tot. Sully, du musst mir mehr Zeit verschaffen. Da ist keine weiteren Geboten. Vertrau mir. Zum Ersten... Zum Zweiten. Was soll's? Bene, 100.000 Euro sind geboten. Grazie. Oh, das ist der Rave. Gar nicht so cool. Das Gebot liegt bei 110.000 Euro. Ja, wer sagt, muss auch B sagen. Mit diesem Gebot. Keine Sorge. Du bist im Nu da raus. Das hoffe ich. Mal gucken, was wir hier machen können. Okay, muss das Schloss aufbrechen. Das Gebot liegt jetzt bei 130.000. Nein. Bei 140.
bringt uns auf 150.000 Euro. Muss doch was sein. Du schon. Hey Mann, ich krieg hier langsam zu viel. Ja, aktuell einen Moment. Das Gebot steht bei 160.000 Euro. Ja. Signore bietet 170.000. Oh. Zack! So. Und? Okay, Jungs, bin am Schalter. Bereit? So bereit wie noch nie. Victor? Jetzt geht's los. Sekunde noch. Der Gentleman bietet 200.000 Euro. 500.000. Machen wir Nägel mit Köpfen. Grazie. Das Gebot liegt bei 500.000 Euro. Möchte der Gentleman erneut bieten? Hast mir kurz Angst gemacht, Victor. Dachte schon, ich muss dich kalt machen. Okay, versauen wir also dem Arschloch den Abend. Sonst noch jemand? Und zum Ersten? Zum Zweiten? Und verkauft für 500.000 Euro. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie ruhig. Der Notstrom wird sich gleich einschalten. Es ist weg! Weg da! Aus dem Weg! Haltet ihn! Hey, haltet den Kerl auf! Was tun Sie denn? Sie lassen ihn entkommen! Sprechen Sie! Sparisch! Gut! Sam, okay. Sag, dass du das Kreuz hast. Der heilige Desmos ist hier bei mir. Sag hallo. Lights out. Wir haben in ein neues Nest gestoßen. Der Ballsaal ist abgeriegelt und die Security bereit. Victor, wo ist der Fluchtwagen? Komm zur vorderen Einfahrt, den Scheinwerfer nach. Ich hol den Wagen. Das ist immer ganz cool, wenn der irgendwie im Rand geht, dann benutzt er seine Hand immer da am Rand auch und so. Das ist ziemlich gut gemacht. Wir müssen hier rüber. Wo müssen wir hin, ist die Frage. Hm? Da vielleicht hin? Verdammt! Oh. Bei Gefahr entdeckt zu werden, füllt sich der Weiße. Hm? Gelb bedeutet Gegner untersuchen, was sie sehen, was sie zu sehen geglaubt haben. Halten sich aus dem Sichtfeld von Gegnern heraus, um getarnt zu bleiben. Ah, okay. Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo. Ehi, bastardo! Era solo di giocarti subito la palottola in testa! Se i rossi ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. Der darf mich nicht sehen. Si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, gatto. So einfach, weil die ja wirklich überall sind. Dann können wir darüber schwingen, ja. Waffen wären vielleicht doch nicht schlecht. Ist die Frage, wo ich hier Waffen finde? Ich glaube gar nicht. Soll ich da runter oder da längs? Ich weiß es nicht. Hin? Darüber? Okay. Un attimo.
C'è qualcosa laggiù. Sì. Penso tu abbia ragione. Cosa hai trovato? Niente, tutto a posto. Ich muss nach oben und mich umschauen. Nutze hohes... Ah, okay. Merda. Se riescono a svegliarsela, non ce la fanno. Lassen Sie los und ti troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Ok. Hat er auch eine Waffe gehabt? Dann würde ich die jetzt gerne haben. Und anscheinend nicht. Da kommt noch einer. Läuft's, Nathan? Bin unterwegs. Verschaffe mir nur einen Überblick. Okay, bis gleich. Ja. Ich weiß aber nicht, wo ich hin soll immer noch. Na gut, hier irgendwie gleich hoch erstmal. Da fahren die alle Autos weg, da müssen wir auch irgendwie hin, oder? Allora, trovato nulla? No, niente da segnalare. Proviamo. Da fahren wir runter und sind tot wahrscheinlich, ne? Gibt's noch andere Wege? Ballsaal. Okay. Vor die Einfahrt. Dann muss ich hier längs. Okay. Dann müssen wir erstmal hier hoch. Kann ich rein? Soll ich da rein? Okay. Alles gut. Niemand hat mich genau gesehen. Ich mache einfach auf cool und spaziere direkt hier raus. Ob das so einfach klappt? Oh. Scusi. Sie dürften gar nicht hier sein. Oh, Sie aber auch nicht. Ich sag Ihnen was. Ich sag's keinem, wenn Sie es keinem sagen. Sie haben etwas, das ich will. Und Sie werden es mir geben. Wirklich? Tja, das schmeichelt mir. Aber ich bin leider vergeben. Sehen Sie, wenn Sie mich jetzt entschuldigen... Ja! Ich bin nicht in Stimmung für Spielchen. Geben Sie mir das Kruzifix. Lady, Ihr Glück, dass ich ein Gentleman bin. Alter, sie zieht die Schuhe aus. Sonst würde ich... Was denn? Okay, gut. Aber wissen Sie, ich will das nicht tun. Na, dann zeigen Sie mal. Netter Versuch. Der war geschenkt. Alter! Komm her! Und jetzt her mit dem Artefakt! Genau ausdrücken, das gehört nicht Ihnen. Wissen Sie, wie viele Artefakte ich schon gesammelt habe? Sie müssen sich genauer ausdrücken. Dann will ich das mal verdeutlichen. Okay, sie macht ernst. Ich habe noch etwas Jetlag. Wie wär's mit Unentschieden? Oh. Das ist aber auch fies. Ich kann überhaupt keinen Schlag landen bei ihr. Haben Sie genug? Oder spielen Sie lieber weiter den Klugscheißer? Jetzt mal im Ernst, ja? Sie können echt nicht massieren. Was Sie da machen, ist überhaupt nicht gut für meinen Rücken. Oh. Alter! Meiner Gesäßtasche. Wo ist es? Oh! Gute Kopfnuss. Okay, hier rüber, hier rüber, hier rüber. Oh, weiter geht's. Okay, ich bin am Wagen. Wo zum Teufel steckt ihr? Ich habe deine Freundin Nadine Ross kennengelernt. Sie ist der
entzückend. Also hier draußen herrscht totales Chaos. Sie versuchen es einzudämmen. Aber alle drehen durch. Ich will ja nicht drängeln, aber behalt euch, verdammt. Nathan, wo steckst du? Gute Frage. Und du? Am Ballsaal. Such nach diesem runden Schild. Es liegt auf dem Weg. Rundes Schild, okay. Die gute Nachricht. Ich hab ne Knarre. Bis gleich. Oh, irgendwas mit der Bibliothek, habe ich gehört. Wir wissen auch, dass wir da irgendwo sind. Da ist das Wunderschild, das sehe ich. Oh. Dachte, ich könnte darüber springen. Meine sollst du darüber jumpen. Komm ich da rüber? So, ich glaube schon, ne? Der hat auch ein Pech, ne? Lass zu! Was machst du? Wonach sieht's denn aus? Scheiße! Nathan! Nein. Fang! Halt, was? Oh, das. Ich hab sie! Hey! Gut gemacht! Alles klar? Ja, ich häng nur so rum. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Kommst du runter? Ja, glaub schon. Okay, wir treffen uns in der Einfahrt. Geh einfach Richtung Ballsaal. Okay, bis gleich. Kann ich da rüber in die Kanne? Ja, okay. Na komm, weiter, ne? So, Richtung Ballsaal. Oh, hier ist Munition. Nehmen wir mit. Victor, ich sitze hier fest. Eine Idee? Das ist der Weg für durch den Ballsaal. Markieren vom Gegner beim Zahn, LT gedrückt halten, L. Ja, aber jetzt, wo sie von euch wissen, haben sie ihn geräumt. Dann auf zum Ballsaal. Verstanden, Nathan? Ja, verstanden. Ja, wie sieht hier? Kleiner Move mit großer Wirkung. Ihn da drüben müssen wir auch irgendwie loswerden. Okay. So. Ganz schön weiter Weg zu diesem Kackballsaal, oder? Oh, da kommt noch einer. Da kommen zwei. Aspetta. Kann der eine nicht weggehen? Ja. Dann kriegen wir anderen auch noch dran. Tschüssi, okay. Kowski, für dich. Wenn es wirklich so einfach wäre, ne? Stell dir das mal vor. Oh, hier sogar eine. Na, ich lasse eine Pistole jetzt einfach. Hey, wo war das denn jetzt? Ach, darüber müssen wir. Schon wieder ganz darüber. Drüben ist auch noch ein Typ. Gucken wir den ja auch nochmal. Nicht, dass der uns einfach von hinten gleich abballert oder so. Wäre schon sehr nervig. Schnappen wir uns den nochmal. So. Alter, du bringst die einfach mal alle um hier. So. Okay, da sind die Autos. Hier können wir raus, okay. Was ist er denn?
Oh, lass den platzieren. Schieb, 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 schieb. Ho sentito qualcosa. Andiamo a dare un'occhiata. Na komm her hier. Ja. Den machen wir jetzt kalt hier. Und den Typen doch auch. Okay. Oh. Und da geht doch in Deckung. Aber hier ist ein Seil. Mit der Waffe, wie cool ist das denn? Da bin ich. Direkt zur Schießerei. Wie cool ist das denn? Hey, wie geht's? Ich glaube, ich habe genug von dieser Auktion. Oh ja, ich auch. Oh. Okay, Jungs, Planänderung. Zu viele wollen hier weg. Die Einfahrt ist komplett dicht. Jetzt aber schon. Scheiße, und was jetzt? Wow. Komm zum Brunnen vor dem Balsal. Ich warte dort. Okay, los. Ah, da wollte man zu viel auf einmal, ne? Das war natürlich nicht so gut. Okay, aber da hat einer eine große Bombe gehabt, oder? Ich Boah, Alter! Alter, wie die Granate. Komm raus, oder Penner. Okay, kann man schon, ne? Oh, aber irgendwie eine Waffe. Nein, nein. Die andere Waffe, die andere Waffe, die andere Waffe. Ach so, ich hab zwei, okay. Wir können die Waffen wechseln. Hier oben. Ah, okay. Sonst rennt die Zeit weg! Halt durch, Junge, ich bin fast da! Ich kann nicht abschießen. Bin gleich da! Wenn du keinen Leichenwagen fährst, beeil dich besser! Schön die Beine weggepasst. Oh. Schuss.
Da kommt doch Werfer. So, hat mal tun mal her. Da ist auch noch einer. Krieg ich ihn nicht? Danke. Mal gucken, ob hier noch Munition ist irgendwie. Nur für die Waffe. Ich brauche was für die große Waffe eigentlich. Ja, danke. So, rein da. Oh, los, los, los! Festhalten! Tja, das war's für die. Uns kriegen sie nicht mehr. Und alles wegen diesem Kreuz, ne? Mal gucken, was da drin ist. Bin ja mal gespannt. Okay. Hoffentlich komme ich dafür nicht in die Hölle. Mist. Was? Ist nichts drin. Was? Oh, du bist so ein Arschloch. Er ist dein Bruder. Okay, das Piratensymbol. Sehr gutes Zeichen. Das sind Averys Insignien. Bin mal gespannt, du. Was ist das? Ah. Odium mecum eris in paradiso. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das hat Jesus zu Dismas am Kreuz gesagt. Genau. Aber was sind das für Zahlen? Wofür haltet ihr die? Eine Art Code. Oder eine Telefonnummer. Kommt schon. Das sind Daten. Hier. 1659. In dem Jahr wurde Avery geboren. 1699. Lass mich raten. Sein Todesjahr. Den meisten Berichten nach ja, aber wir haben also ein Geburtsdatum, ein Todesdatum und das Paradies. Das heißt, wir suchen nach Averys Grab. In der Kathedrale des heiligen Dismas. Nun langsam. Dort hat Rafe doch schon ewig lange rumgesucht, oder? Ja, die Kathedrale. Seht ihr die Symbole? Ja. Die findet man auf alten schottischen Grabsteinen. Okay, jetzt seht her. Der Grundriss des Orts ist sehr ungewöhnlich. Hier ist die Kathedrale, aber der Friedhof ist ganz hier drüben. Rafe hat sich die falsche Stelle vorgenommen. Genau. Leute, wir müssen nach Schottland. Okay, okay, halt. Moment mal. Euch ist doch klar, dass Rafe weiß, dass ihr kommt. Ja, darum kümmern wir uns, wenn wir da sind. Dieser Psycho wartet doch nur darauf, dass ihr auftaucht. Und er hat Nadine und ihre gesamte Armee hinter sich. Ja, aber das hier hat er nicht. Der größte Piratenschatz aller Zeiten ist zum Greifen nah. Ich dachte, es ging darum, Sam zu retten. Wollen wir. Aber komm schon, wir wollen doch beides, stimmt's? Wir brauchen den Schatz, damit wir Sam retten können. Wie findet Elena das alles eigentlich? Ach, je, Junge. Das ist nicht so einfach. Nach allem, was ihr zwei durchgemacht habt. Sie würde es nicht verstehen. Du traust ihr einfach nicht genug zu. Ich kann das Risiko nicht eingehen. Nicht gut, seine Frau zu belügen. Die Dinge liegen jetzt anders. Rafe ist involviert und ich krieg das allein hin, ehrlich. Mhm. Super. Tja, danke für den Rat, ihr zwei Experten. Entschuldigt mich. Hey. Hey, ich bin's, ja. Was geht dir durch den Kopf, mein Lieber? Hör zu, mir ist klar, dass es nicht leicht war. Die ganzen Jahre. Tut mir leid, was dir zugestoßen ist. Aber das ist nicht seine Schuld. Das habe ich auch nie gesagt. Er hat lange gebraucht, um da rauszukommen. Ich zwinge ihn nicht dazu. Er wollte es. Er ist für dieses Leben geschaffen. Glaubst du das wirklich? Warum bist du hier, Victor? Weil irgendjemand auf ihn aufpassen muss. Nein, wir sehen uns dann in ein paar Wochen. Ja, mach ich. Okay, ich liebe dich auch. Bis dann. Ja, ich habe ihr gesagt, dass der Job ein bisschen länger dauert als erwartet, was ja auch stimmt. Okay? Na komm, was meinst du? Sam braucht immer noch unsere Hilfe.
Naja. Ich habe gehört, das Wetter soll in Schottland um diese Jahreszeit ganz toll sein. Tja, Ray will's wirklich wissen, ne? Die konzentrieren sich nur auf die Kathedrale, das ist gut. Denn so sind wir auf dem Friedhof ganz ungestört. Sully. Ja? Hey, pass auf, wir können loslegen. Okay, Kleiner. Waldmanns Heil. Letzte Chance mitzukommen. Naja, wenn du keinen Aufzug für mich hast, pass ich lieber. Okay, dann bis später. Hey, Nate. Ja? Also... Bring mir was Schönes Glänzendes mit, ja? Das habe ich vor. Gut. Dann besuchen wir mal Captain Avery, ja? So, Schottland, den achten Part, machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Tschüss. Das stimmt wohl. Bei dem hohen Kopfgeld auf ihn hat er sich hier versteckt.